Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einem Durchgequatscht zu Zoe. Den Champion zu bekommen ist aktuell immer noch relativ schwer, deswegen befinden wir uns hier in der Flex-Queue und ich habe mir einfach mal ein paar Kumpels geschnappt und zocke mit denen. Hab mich allerdings gemutet. Ist jetzt nicht die feine Art, aber was tue ich nicht alles für euch? Viele von euch haben sich gewünscht, dass ich noch einen Zoe-Durchgequatscht mache. Ich hatte das eigentlich nicht vor, weil ich dachte, hey, ein Guide ist natürlich cool. Alex hat wieder gesagt, hey, Gameplay dazu wäre doch ganz wichtig. Deswegen kann ich noch ein paar Dinge zum Guide sagen. Prinzipiell sind Guides bei mir so, dass sie nicht, sie kommen nicht so krass an. Also, ihr müsst euch vorstellen, wenn ich einen Durchgequatsch mache, setze ich mich hin, quatsch 40 Minuten und haue das dann raus. Beim Guide ist das Ganze natürlich ein bisschen komplexer, aber es wird quasi nicht deswegen nicht mehr geguckt und das ist auch vollkommen in Ordnung, da würde ich mich gar nicht drüber beschweren. Aber das wollte ich nur mal als Punkt vorweg machen, weil die Kumpels haben invaded, ich war nicht dabei. Da wurde ich schon mal das erste Mal dafür abgestraft, dass ich im TS bin. Unser Toplaner kann übrigens nicht mit Flash spielen. Oder er muss immer mit Ignite spielen und spielt entweder TP Flash, nee, Ignite Flash oder Ignite TP. Ja, weil viele gesagt hatten, hey, wäre doch cool, wenn du quasi nur Guides machst. Das ist tatsächlich relativ tricky, weil es halt einfach viewmäßig nicht ganz so worth ist und vom Aufwand her halt einfach so ist, dass ich tatsächlich nicht es die ganze Zeit schaffen würde. Ich möchte ein bisschen was über Zoe erklären. Ich spiele hier Electrocute. Es ist ja natürlich jetzt, wiederholen sich viele Dinge, die ihr vielleicht schon im Guide gelernt habt. Es geht ja hauptsächlich auch ein bisschen darum, euch ein Gefühl dafür zu geben, in welchen Phasen ihr mit Zoe was machen könnt. Die Laning-Phase ist, wie ich schon im Guide angesprochen habe, aus meiner Sicht die schwächste Phase von Zoe. Da sind andere Leute anderer Meinung. Aus meiner Sicht ist allerdings, wenn man Zoe versteht, dagegen spielen extrem simpel. Weil ich kann hier tatsächlich nicht allzu viel machen, außer die Mini-Wave reinzupushen. Ah, ich zeige Ihnen jetzt, dass ich kurz vor Level 2 bin. Das ist jetzt so eine Szene, wo man halt eben mal den E nehmen kann. Ich habe ihn allerdings sowas von daneben gedonnert. Udi hat kein Flash, deswegen bin ich hier relativ safe. Immer schön den extra Auto-Attack reindonnern. Oh, what? Der ist noch gestorben. I'm sorry. Mein E war leider terrible. Ansonsten wäre er wahrscheinlich nicht gestorben. In solchen Szenen immer die Passive abusen. Es ist ganz wichtig, dass ihr nach jedem, also nach beiden Sätzen des Qs einen Auto-Attack macht. Das ist unglaublich wichtig. Prinzipiell nehme ich auf der Lane lieber den W auf Level 2, weil man die Möglichkeit hat, dass man darüber ein krasses Item bekommt. Und das ist meistens mehr. Wow, cool. Das Ding ist auf einen gespawnt, der scheinbar schon tot war. Ja, das ist meistens besser. Wenn ihr allerdings wisst, dass ihr einen Gank bekommt, wie jetzt hier ich in diesem Fall, dann ist der E natürlich besser. Mein E war leider völlig terrible. Hab jetzt den so lange gewartet mit dem Auslösen des Qs, dass ich das nicht geschafft habe. Dachte gerade, der läuft jetzt hier Mitte runter. Das wäre nicht so gut für meine Aufnahme gewesen, sag ich mal. Mit dem E was zu treffen, ist immer sehr unwahrscheinlich. Also wirklich sehr unwahrscheinlich. Das passiert ehrlich gesagt fast nie. Und ich jag jetzt hier gerade mal so ein bisschen den Udi, weil mein Jungle hat mir geholfen. Und wäschst du meine Hand, dann wasche ich natürlich deine. Muss ein bisschen gucken. Hier kann ich jetzt zum Beispiel Ahri dafür punishen, dass sie followen will. Oder sie punisht mich. Das ist natürlich auch möglich. Und guckt euch mal den Damage an. Oh mein. Ich habe das Hexe-GEP ein bisschen gemisst. Ansonsten wäre das hier wahrscheinlich noch deutlich cleaner gewesen. Die Flexio ist ja natürlich jetzt nicht so unglaublich aussagekräftig dafür, wie gut Zoe ist, weil ihr vielleicht schon merkt, dass die Ahri jetzt nicht so gut ist wie die Leute, die ich in der Solo-Queue treffe. Der Account hier ist gerade Platin 5 in der Flexio und die Leute werden auch alle ungefähr in der Elo sein. Allerdings zeigt es, was die Stärken sind. Dieser Fog of War ist das, was Zoe stark macht. Und deswegen bin ich auch der Meinung, dass die Laning-Phase mit das Schwächste von Zoe ist, wenn nicht gar das Schwächste. Ich habe jetzt einen Cleanse. Das heißt, wenn er mich stunt, kann ich das einfach so spielen und bin in der Lage, ihn halt einfach kaputt zu hauen, weil ich eben die Summoner-Spells nutze und darüber halt den W öfter zur Verfügung habe. Das sind Möglichkeiten, weswegen ich sage, dass Zoe ein reaktiver Champion ist. Denn es ist jetzt nicht so, als würdet ihr in der Lane immer verlieren. Es ist nur so, dass wenn die Gegner wissen, was sie tun, sie euch einfach reinpushen können und die Pressure nutzen können. Das ist ähnliches, wie man mit einem Kassadin hat. Ein Kassadin ist auch in der Lane schwach, aber trotzdem meistens zumindest ansatzweise in der Lage, gegenzuhalten. Und Zoe ist das auf eine andere Art und Weise, weil bei Zoe hast du die Möglichkeit, dass wenn der Gegner aggressiv auf dich eingeht, dass du dann unglaublich gut reagieren kannst, weil der E ist halt einfach stark dafür. Spades hier aufsammelt ihn ebenfalls gut. Aber richtig glänzen kann Zoe erst, wenn ihr rauspusht. Wie ich jetzt hier eben in der Szene, den E über die Wall, alles was wende, sind eure Freunde.
Und dementsprechend hilft das natürlich. Die Spells einzusetzen ist auch deswegen wichtig, weil viele vergessen, dass dieser Spell auch noch diese drei Kugeln gibt. Da bin ich übrigens immer noch extrem schlecht darin, die auszulösen. Was ich allerdings auch sehr schwer finde, muss ich sagen. Weil die sind nicht so wie Ariq zum Beispiel. Ich muss jetzt hier gerade mal kurz ein bisschen die Pressure erhöhen. Dadurch, dass ich natürlich jetzt so dick bin, ist die ganze Situation jetzt ein bisschen anders als sonst. Das war ein bisschen gedörbt. Ich wollte eigentlich zurückjumpen und dann erst den Q machen. Das ist eine Kombo, die ich im Video nicht erklärt habe, was mir leid tut, weil ich will jetzt hier den frühen Drake machen. Der Ocean Drake ist einer der stärksten. Das ist eine Kombo, die ich nicht erklärt habe. Was ich damit meine, ist der Trick hier. Weil das quasi die Damage-Rotation erhöht und das ist quasi der, wenn ihr den Midi E trefft, ist das die beste Kombo, die ihr habt. Trifft man natürlich jetzt nicht ganz so oft, das muss man dazu sagen. Allerdings oft genug, als dass ich die Kombo hätte ansprechen sollen. Und das tut mir leid. Das ist auf jeden Fall eine Kombo, die es auch wert gewesen wäre, erklärt zu werden. Ein früher Ocean Drake ist deswegen so gut, weil ihr auf der Lane meistens noch diesen Effekt einnehmen könnt. Dazu müsst ihr auch wissen, dass der Ocean Drake zwar out of combat ist, allerdings nicht so out of combat, wie ihr es oder wie wir es alle bei League of Legends gewohnt sind. Oh, I'm so dead right now. Ich krieg vielleicht noch den Return Kill. Nee, krieg ich nicht. Oh, wow. Warum hat er denn so viel Movement Speed gehabt? Predator wahrscheinlich. Möglicherweise. Weiß es nicht genau. War auf jeden Fall viel. Das ist jetzt hier natürlich ein klarer Missplay von mir gewesen, dass ich hier den E misse, dann rüberjump und auch den Q misse. Und da kommen wir zu einem Punkt, den ich im Guide schon relativ stark angegangen bin. Allerdings ist er mir so wichtig, dass ich ihn auch hier nochmal erwähnen möchte. Die Ultimate ist kein Escape-Tool. Das Escape-Tool von euch ist der E-Spell. Der E-Spell stunt den Gegner für bis zu 2 Sekunden. Das ist einfach ein Wert, der ist so enorm hoch, das ist halt einfach Next Level. Also, und dementsprechend ist der Spell halt einfach extremst potent. Und dementsprechend müsst ihr immer aufpassen, wenn ihr den einsetzt. Wenn ihr den, wie ich gerade einsetze, um den Udyr zu stunnen und dann nicht in der Lage seid, den Udyr zu töten, dann habt ihr ein riesiges Problem. Und das soll auch so sein. Weil, na, wenn ihr sowas einsetzt, muss es auch ordentlich böllern. Das hier natürlich der Standard-Trick, ne? Ich habe in dem Video erklärt, ihr habt gute Möglichkeiten. Oh. Da habe ich jetzt falsch gepinkt. Ach, weißt du was? Ich ghoste einfach. Man soll sich ja nicht zu schade sein für solche Sachen. Prinzipiell ist Ghost ein Spell, der ein bisschen underrated ist auf Zoe, wenn man ihn aufsammelt. Jetzt hier übrigens gerade die, konnte ich ganz cool den W nutzen. Weil ihr in der Lage seid, mit dem Ghost mehr Distanz für euren Q aufzubauen. Und das ist tatsächlich stärker, als die meisten glauben. Jetzt zum Beispiel müsste Ahri mich normalerweise engagen. Und das passiert noch nicht, weil die Leute noch nicht verstanden haben, wie Zoe funktioniert. Der Q war übrigens absichtlich nicht auf die Minions, weil ich versuche, damit noch durch die Minions durchzuschießen, um sie gegebenenfalls zu treffen. Die Ultimate zu verwenden wiederum ist keine Möglichkeit für den Gegner zu engagen und deswegen auch sehr gefährlich. Trotzdem seid ihr aktuell noch in der Lage, sowas hier zu machen, was ich gerade mache. Also einfach nur meine Spells komplett durchzuspammen und dadurch unglaublich potent zu sein. Das wird sich ändern, wenn Leute mehr und mehr verstehen, wie Zoe funktioniert. Seht ihr, die Combo ist die ich hätte erklären müssen. Weil das ist aus meiner Sicht die es unglaublich stark macht. Oder die ist, die ich in letzter Zeit kennengelernt habe, die am stärksten ist. Weil ein Melee eh zu treffen mit sowas wie Ghost ist halt gut machbar. Und wenn ihr das dann macht, seid ihr halt einfach extrem stark. Jetzt hier den Flash aktiviert, weil ich lieber den Teleport mitnehme natürlich, weil der Teleport mir gerade schlicht und ergreifend mehr bringt. Das heißt, ich kann in die Base gehen und mit dem Teleport auch überraschende Plays machen. Oh, lol. Na gut, wenn sie mich hier so wegen Face checken will, wird sie sterben. Actually wird sie das nicht. Ist durchaus in der Lage, dagegen zu halten. Aber diese Combo ist die, die ich halt aktuell als am stärksten empfinde. Weil ihr darüber halt eben die Möglichkeit habt, nach einem Midi-E deutlich mehr Damage rauszuhauen, als normale Zoe-Spieler machen. Und vielleicht ist euch aufgefallen, dass ich in der Lage war, obwohl sie noch weggedasht ist, trotzdem die Rotation durchzukriegen. Was halt auch zeigt, dass es relativ wenig Counterplay gibt. Lauf jetzt hier angeblich weg, bin allerdings tatsächlich noch in Range für mein E. Na, die Wand will nicht so, wie ich will. Ärgerlich, wenn ich das schneller hinbekommen hätte, hätte das funktioniert. Bartspieler haben da definitiv Vorteile, weil sie den Kummer ja schon gewohnt sind. Wird das Minion treffen, aber ist trotzdem hier gerade mal ein bisschen Trouble für den Gegner.
Jetzt hatte sie eine gute Engage-Möglichkeit, nutzt die auch. Allerdings bin ich in dem Moment schon zu fett. Hör mal zu. Ja, hätte mal den Q machen können. Hier wichtig zu sehen, dass ich mit der, wie rum war's? Ich jump quasi nach hier, aber der Q fliegt von hier. Das ist etwas, was ich im Video angesprochen habe. Wenn ihr nicht dahin geht, wo euer Spell kommt, push raus, mein Junge. Wenn ihr nicht quasi dahin zurückspringt, von wo der Spell kommt, ist es unglaublich schwer, ihn zu dodgen. Weil ihr halt immer wieder große Probleme, also ihr bereitet den Gegner einfach viel mehr Probleme, als ihr sonst würdet. Ich habe hier auf Darkseid übrigens verzichtet, weil einerseits das ist das Ergebnis so ein bisschen verfällt, wenn er am Anfang weit nach vorne kommt. Ich möchte sowieso präsentieren, wie sie in den meisten Fällen auch ist. Das ist natürlich jetzt mit 6-2 schwer möglich, allerdings mit Darkseid und 10 Stacks ist es halt noch krasser. Jetzt hole ich mir Darkseid, weil es mit dem Pots nochmal synergiert und weil ich Darkseid auch immer bauen würde. Eben hat es auch nicht so viel Sinn gemacht, weil ich Morellos instant finishen konnte, einmal Instant Sheen kaufen konnte. Ich glaube sogar gleichzeitig mit Lost Chapter. Kleine Lektion gegen Zoe, dass sie hier den... die Minions Kill ist ein großer Fehler, weil sie dazu darf. Weil das zur Folge hat. Oh. Na, das ist jetzt ärgerlich. Ich muss das jetzt beim Auto-Attack ausprügeln. Aber meine Auto-Attacks machen über den Sheen, wenn sie einen Sheen-Pock haben, so unglaublich viel Damage, dass das nicht so wild ist. Hier Barrier eingesetzt, um nochmal diesen Extra-Damage zu machen. Wie ihr gesehen habt, habe ich allerdings nur eine Kugel ausgelöst. Und das ist das, was ich meine. Es ist sehr schwer, diese drei Kugeln auf einmal auszulösen. Ich habe das Gefühl, dass es nicht geht. Vielleicht bin ich allerdings aktuell auch einfach noch nicht gut genug darin. Och, meine Fresse, der ist halt wirklich, wirklich brutal am Schlitzen. Wieder ein schönes Beispiel dafür zu sehen, dass der E der Disengage ist. Ich hätte hier nochmal wegjumpen können und ich hätte es auch machen sollen, weil er sich dann entscheiden muss, wer hinläuft. Wobei, actually muss er das nicht, ich muss einfach da warten. Und ich, aber vielleicht hätte ich ihn damit baiten können. Ich hätte auf jeden Fall noch einen Sheen-Auto-Deck rausgebracht und ähnliches. Aber da sieht man, ich misse den E, weil ich ihn auch so ein bisschen so, oh, hier komm, hast du mal. Was klüger gewesen wäre, den E als Zoning-Tool zu benutzen. Also ich schmeiße ihn hier und dadurch entwickelt sich hier die Zone. Und dadurch habe ich trotzdem die Möglichkeit, ihn zu treffen. Wenn ich nicht treffe, ist es allerdings nicht so schlimm. Diese Zone-Mechanik, also, ne, dass ich sage, hey, weißt du was, ich werfe dich hier hin, Batz, statt dich über die Wand weiterzuwerfen, ist auch einer der Gründe, die ich die ich aktuell als zu stark erachte. Oh, das ist jetzt relativ ballsy, aber es funktioniert. Ich kann jetzt eben den E drauf machen, dadurch ist das Ganze ein einfacher Kill, jetzt muss ich hier nicht großartig drauf achten, noch irgendetwas extra zu machen. Entscheide mich für den Flash, weil er vielleicht noch ein Blitzcrank ist. Oh, das sollte eigentlich mal mein Dings werden. Oh, das habe ich ja jetzt echt übel verhauen. Upsi. Ich wollte eigentlich den Q nach hinten machen, habe stattdessen die Ultimate nach hinten gemacht. Was natürlich nicht ganz so effektiv ist. Bin jetzt hier schon ziemlich, ziemlich deep, aber hey, ich meine, ne, man könnte sich ja sonst nichts im Leben. Die Position auch noch freizugeben ist dumm. Gleichzeitig ist auf der Midlane eine riesige Wave. Die verpasse ich. Und das ist alles gerade meine Schuld, weil ich ein bisschen unkonzentriert daran gegangen bin. Habe ich noch nicht ganz davon erholt, was für einen katastrophalen Fehler ich gerade gemacht habe. Muss jetzt hier. Oh mein Gott, ich habe es mir selbst verhauen. Ah, den hätte ich sogar gehabt. Wenn ihr so viele Items habt, müsst ihr nicht mehr darauf achten, dass der Q über die maximale Distanz fliegt. Jetzt wieder hier. Zack, Treffer. Hätte ich jetzt wieder die Kombo machen können, die ich euch eben erklärt habe, aber ich brauche es gar nicht unbedingt. Ah, Finger weg. Ach, du Sau. Es zieht mir ein und das ist natürlich der Dicke. Oder der am meisten wehtut. Kann jetzt hier wieder den E da einwerfen und deswegen liegt er hier deutlich gefährlicher als Zoning Tool, als das sonst liegen würde. Oh, da hat die Ari diesmal gut reagiert. Problem für die Ari ist allerdings, dass sie halt schon zu weit behind ist. Wieder als Zoning Tool. Dadurch muss er... Ah, dummerweise habe ich die Knallpflanze nicht beachtet. Sonst hätte ich da noch aggressiver werfen können. Kann jetzt hier einmal rüberspringen, um zu gucken. Hey, bleibst du stehen? Bleibst du nicht? Okay, bleibst du nicht. Den Flash hier zu holen ist jetzt schwer, weil ich dafür Turret Hits kassieren würde. Jinx to Chase ist generell immer relativ schwer, wenn die Turrets schon fast down sind, weil sie ja diesen insane Movement Speed bekommt. Hier mit der Ultimate zurückzuspringen macht nur Sinn, weil ich weiß, dass dabei ein Cannon Minion ist. Und wenn ein Cannon Minion da ist, gibt es natürlich deutlich mehr Probleme. Kann jetzt hier die Ultimate nicht verwenden, weil sonst klar ist, wo ich hinspringe. Jetzt ist das ein anderer Fall, weil er es schon ziemlich hart verhauen hat. Hätte ihn igniten müssen. Bin allerdings davon ausgegangen, dass es auch so reichen wird, weil ich dachte, dass ich den Q treffe. Upsi. Jetzt misse ich aber echt einiges.
Das ist ein Problem. Das war nicht so, wie die Combo, die ich wollte. Jetzt bin ich gerade ein bisschen im Combo-Feeling raus. Nutze jetzt hier nur den Auto-Tag. Kann den Q noch woanders hinschmeißen, was ich jetzt hier nicht gemacht habe. Weißt du was? Ich flash das besser mal. Das sollte jetzt allerdings ein Kill werden. Bin allerdings ein Retard und mache mein Q auf das falsche Target. Ich weiß allerdings noch nicht genau. Ich glaube, ich bin auf die Minimap gekommen. Oh. Wie habe ich denn das gemacht? Ah. Okay, krass. Das war jetzt wieder die Combo, wie sie sein soll. Also ich treffe den E, spring zurück, mach den Q und lass den Q mit voller Wucht drauf fliegen, was halt wirklich Insider Damage ist. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, weil ich gerade das Game sehr aktiv throw. Das ist etwas, was euch immer wieder passieren wird, wenn ihr Champions noch nicht so gut kennt oder wenn ihr Champions mechanisch nicht so beherrscht, wie ihr sie im Kopf beherrscht. Gemeint ist damit, dass es ganz oft Situationen gibt, wo ihr wisst, was ihr zu tun habt, es allerdings noch nicht umsetzen könnt, weil ihr nicht gut genug seid. Ihr wisst, hey, okay, das und das kann ich machen, wenn ich den Skillshot treffe, wenn ich den Outplay mache, dies, das. Das meine ich weniger, sondern auch Basics, wie jetzt bei mir gerade. Sowas muss hitten. Also da gibt es keine Ausrede. Und dass sowas nicht hittet, ist dann natürlich ärgerlich. Ich glaube, dass mein Damage so reicht. Jo, das ist halt 500 Damage nur über den Passive Lich Bane Effekt, der jetzt gerade das erste Mal aktiv wird. Das heißt, ich kann die Teamer auch komplett one-shotten. Ah, wobei er hat Mercs. Ist jetzt nicht der, macht jetzt nicht den größten Unterschied, aber ist halt doch ein bisschen nervig. Muss jetzt hier nicht mehr mit der Ultimate arbeiten, um irgendwie ranzukommen. Man kann den E hier auch mal nutzen zum Last-Hit. Ist natürlich jetzt nicht clean, aber hey. Wichtig, dass die Ultimate euch Vision gibt. Auch das haben viele kritisiert, als ich es nicht gesagt habe. Das ist allerdings etwas, was aus meiner Sicht halt eben zur Spellerklärung dazu gehört, die ich ja eben nicht machen wollte. Na, jetzt wieder einen schlechten E geworfen. Ist allerdings kein Problem. Weil Teemo ist jetzt nicht so derjenige, der mich hier punishen kann. Misse allerdings weiterhin extremst viel. Ah, das ist alles nicht so gut. Trick 17. Du hast da einen Pilz, aber es ist mir egal. Finde ich, sieht cool aus. Hat jetzt auch nicht den krassen Effekt. Wenn ich mal ein E treffen würde, wie jetzt, dann sieht man halt... Och, Mann. Jetzt rege ich mich aber langsam über mich selber auf. Das ist auch wieder eine Option. Gerade nicht die beste, aber ich wollte es jetzt unbedingt mal erklären. Dass ihr für den E zurückjumpt, ist oftmals ziemlich worth. Axel kommt, aber da wird halt ein Teemo-Pilz liegen, wo er kommt. Oh, aber er hat auf jeden Fall Predator. Oh, eieieiei. Das war eben die angesprochene Kombo mit dem Zurückjumpen für den E. Und dadurch hast du halt dann nochmal diesen Extra-Damage, der halt einfach krass ist. Oh, shit. Ach, Mann. Und ich hätte sie trotzdem killen können. Das ist natürlich fast noch bitterer. Oh, shit, ey. Wie viele Pilze will ich noch fressen? Ja gut, Chillings mal, das ist jetzt nicht besser. Redemption da eben auch ein Ticken spät eingesetzt. Ist allerdings natürlich auch so eine Sache. Beim Turret pushen genau dasselbe. Zack, beides auslösen, um die Passive zweimal zu procken. Lichbane prockt im Gefühl gewöhnlich nicht ganz so schnell. Das heißt, da könnt ihr euch ein bisschen noch gedulden. Und trotzdem wird es meistens nicht reichen. Ich glaube, es reicht nie. Bin mir nicht ganz sicher gerade. Aber eigentlich sollte es nicht reichen. Trotzdem ist Zoe dadurch auch ein interessanter Turret Pusher. Weil dieses Lichbane Bild ja Standard ist. Und die Passive dabei auch hilft. Ist halt insane. Wenn ich jetzt noch an meine aktiven Items denke, habe ich da safe einen Kill. Oh, sie könnte die Bubble halt einfach... Interessanter Flash, nichtsdestotrotz. Aber wieder eher ein Zoning-E. Eieiei, wobei die so reingelaufen ist, kam da jetzt nicht ganz ran. Aber ihr merkt schon, wie absolut... Ja, retarded fast schon der Schaden von Zoe ist, ne? Ich meine, das liegt halt einfach daran, dass man immer wieder diese Auto-Tags auch rausbekommt, die halt einfach so viel extra Damage machen. Aber es liegt auch daran, dass den Q über die Distanz zu treffen halt nicht schwer ist, wenn ihr einen E-Spell habt, der so einfach zu treffen ist. Da sagt man in solchen Momenten halt so einfach, nein, danke Blitzcrank. Blitzcrank ist nie ein Problem für eine Zoe. Oh wow, ich treffe das einzige Minion, was es gibt.
Oh, was? Wo habe ich den denn hingeworfen? Oh, wo war mein Q? Schade. In solchen Szenen ist es natürlich schwer. Ich ulti hier rüber. What the hell? Okay. Das können wir aber machen, ne? Ich hätte Quarterkill natürlich jetzt lieber selber gemacht. Aber auch in den Szenen sieht man, ich donner den Q nach hinten, obwohl ich den E ab habe. Das heißt, ich hätte erst den E machen können, dann den Q zurück, dann den Q treffen. Es ist ganz wichtig, dass ihr, wenn ihr Zoe spielt, gerade jetzt in dem Prozess, wo jeder von uns Zoe auch noch lernt, ne? Ich meine, ich bin auf jeden Fall auch noch nicht so weit, dass ich sage, hey, ich habe Zoe drauf und ich kann alle Kombos. Das ist definitiv noch nicht der Fall. Gerade in dieser Phase ist es wichtig, dass ihr euch nach jedem Play überlegt, okay, was hätte ich besser machen können? Und wenn ihr an einen Punkt kommt, wo ihr das Gefühl habt, hey, ich weiß echt nicht, was ich besser machen kann und Zoe ist immer noch nicht stark, dann geht ihr in die Replays und versucht das ein bisschen zu lernen. Voidsurf macht hier Sinn, weil die Gegner haben auf der Toplane Wits End und Mercs und auf der Midlane eben Banshees, was so viel mehr gibt, dass Voidsurf fast immer worth ist. Das sind zwar nur zwei, allerdings sind das natürlich auch Targets, die ich töten möchte, weil sie prinzipiell squishy sind. Und der Voidsurf ist natürlich immer, oder eigentlich fast immer, eine gute Wahl. Teemo muss jetzt aufpassen, weil ich habe ihn an Schlewittchen, allerdings das wieder schlecht gespielt von mir. Das passiert ja gerade leider durchaus öfter. Habe ich was? Oh, Barrier. Ist natürlich jetzt... Oh, was? Wir haben Lash. Ja, das habe ich natürlich mitbekommen. Ich wurde nicht völlig überrascht davon. Dieses nach vorne holten für den E ist die All-In-Kombo, die ich auch im Guide beschrieben habe. Oh, Jhin ist zu... Oh, what? Das war's. Na gut, okay. Aber ich denke, das ist auch okay, weil das waren die Phasen von Zoe, wo... Wir haben eigentlich schon alles erlebt, außer halt das Late Game. Und im Late Game ist es ehrlicherweise irgendwann nur noch eine komplette Demontage. Mit Zoe erreicht ihr regelmäßig 1,5k Damage pro Minute. Weil ihr im Late Game halt einfach so dermaßen eskaliert, dass das halt alles, einfach nur alles platzt. Also es ist wirklich krass, wie unglaublich stark tatsächlich Zoe ist. Also ich meine, das hier ist jetzt gerade 21 Minuten und 23.000 Damage. Das heißt, gerade sind so 1,2k, nee, einfach 1k pro Minute. Das ist schon insane. Natürlich ist das hier Flex und ich will mir jetzt nicht einen darauf runterholen, dass ich hier irgendwie gerade in Platin irgendwas gewonnen habe. So, ne? Versteht mich da nicht falsch. Ich möchte da jetzt auch niemanden auf den Schlips treten. Wir können ja gerade mal einfach aus Spaß gucken, was es für eine Elo ist. Einfach nur, um da den Vergleichswert zu haben. Aber auch da, desto besser die Gegner werden, desto schwerer wird dann auch die Lane. Ich meine, das ist Gold 5 so, ne? Also ich meine, da muss man sich natürlich jetzt, das muss man alles in Relation sehen. Trotzdem hoffe ich, dass das Ganze ein bisschen geholfen hat. Ich wollte unbedingt auch nochmal diese eine Combo erklären. Also E treffen, Ultimate zurück, Q und dann den Q holen. Ansonsten den W aktivieren für aktive Items, super wichtig. Hat mir gegen Ude einmal komplett den Hintern gerettet und zeigt dann auch, wo das Potenzial des Champions ist. Weil ich kann dieses Potenzial noch nicht abrufen. Ich habe schon das Gefühl, dass ich mit Zoe mindestens so gut bin wie mit anderen Champions. Dementsprechend wünsche ich euch ganz viel Spaß weiter an diesem Champion-Spiel, denn ihr macht wirklich verdammt Spaß, seit dieser Champion raus ist, habe ich so viel mehr Spaß an League. Dementsprechend danke fürs Zusehen und bis bald, euer Johnny.